Hallo, mein Name ist Tom und ich heiße dich zur 5. Game Plus Plus Community Challenge willkommen. Vor ein paar Wochen habe ich hier eine Umfrage gestartet, was denn das Thema dieser Challenge sein soll. Zur Auswahl standen: Programmiere ein Spiel unter einem Megabyte mit selbst fotografierten Grafiken mit dem Thema Zeitdruck oder programmiere ein Spiel mit von mir vorgegebenen Grafiken. Und jetzt muss ich doch mal kurz nachfragen, sind denn die Ergebnisse schon da? Ich sehe gerade... Oh, das sind aber dicke Titten. Die Ergebnisse bitte. Was? Nein, ja, richtig. Ich habe hier diese Animation gemacht und die können Sie sich ja mal ansehen. Und damit steht es fest, das Thema der 5. Game Plus Plus Community Challenge ist: Programmiere ein Spiel mit vorgegebenen Grafiken. Kommen wir also gleich zu den Regeln. Die Regeln sind natürlich fast so wie jedes Mal. Der Einsendeschluss ist der 26. November, 23 Uhr und 59 Minuten. Sounds müssen selbst erstellt sein oder zumindest free to use sein. Das heißt, du kannst dir offene Sounds aus offenen Soundbibliotheken runterladen. Du kannst allein oder auch in einem Team arbeiten. Du darfst nur Grafiken verwenden, die ich dir zur Verfügung stelle. Genaueres dazu erfährst du aber gleich. Du kannst jede Programmiersprache und jedes Framework benutzen, also auch den Game Maker, Unity, C++, Ruby, was dir alt einfällt. Du darfst kein Spiel einreichen, welches du vorher bereits schon mal eingereicht hast, und nur die Grafiken austauschen. Außerdem musst du dein Spiel in einem 60-sekündigen Video präsentieren. Wie das Video aufgebaut sein muss, erfährst du hier in dieser Verlinkung. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und den Link zu deinem Video, den schickst du mir bitte dann rechtzeitig an letsgamedev@gmx.de. Ich habe dir ein paar Grafiken hier auch zum Runterladen zur Verfügung gestellt. Du darfst nur diese Grafiken verwenden. Du darfst keine selbst erstellten Grafiken verwenden. Du darfst keine Grafiken verwenden, die irgendwo kostenlos zum Runterholen sind. Du darfst keine Grafiken verwenden, die irgendwo schon mit bei waren. Du darfst nur die Grafiken verwenden, die du hier runterladen kannst. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Du darfst deine eigene Schriftart benutzen. Einen coolen Schriftartengenerator, der Bitmap-Fonts erstellt, habe ich dir unten verlinkt. Du darfst auch einfache, großflächige, geometrische Formen benutzen. Das heißt, wenn du jetzt einen großen roten Knopf erstellen willst, auf dem Play steht, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Du darfst allerdings nicht jetzt aus vielen geometrischen Formen neue Objekte zusammensetzen, wie zum Beispiel sowas hier. Klar, hier hast du nur Rechtecke verwendet, aber du hast ein komplett neues Sprite erstellt und das geht nicht. Wo die Grenze ist, sollte klar sein. Du darfst auch meine Grafiken nehmen und diese verändern. Das heißt, du kannst die Farbe abändern, du kannst Teile weglöschen, du kannst sie kombinieren, du kannst das Seitenverhältnis ändern, du kannst sie verdrehen, gar kein Problem. Aber nimm nicht zum Beispiel diese Grafik, dieses Stück von dieser Grafik und bau daraus so etwas. Das ist auch überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Was Sinn und Zweck der Sache ist, sind zum Beispiel solche Dinger. Sowas lässt sich daraus bauen, sieht alles ein bisschen bescheuert aus, aber das ist ja gerade die Herausforderung dieser Challenge. Ich denke, die Regeln sind klar. Sollten sie es nicht sein, kannst du natürlich unten in der Videobeschreibung deine Frage stellen. Nicht erlaubt sind natürlich Spiele, die auf der Konsole laufen, also im Terminal, in der DOS-Box, wie du möchtest, weil das sind ja ASCII-Games, also Spiele, die mit Text und Zahl zu tun haben und keine Spiele, die aus Grafiken bestehen. Also es müssen meine Grafiken verwendet werden. Da der fleißige Programmierer ja immer den Drang verspürt, immer besser zu werden, gibt es diesmal ein Buch zu gewinnen. Super, kann man lesen. Das Buch ist Weniger schlecht programmieren. Und ich glaube, das hilft uns doch allen. Es ist ein sehr schönes Buch, in dem man nicht nur lernt, wie man auf Code zu achten hat, sondern auch, wie man zwischenmenschlich zwischen Programmierern zu achten hat. Also worauf und auch, dass man seinen eigenen Code versteht und dass man sich selbst eine Freude macht. Sehr schönes Buch, der Gewinner, der wird sich darüber sehr freuen. Es ist ein Esel drauf, es ist vom O'Reilly Verlag und es wurde geschrieben von Katrin Passig und Johannes Jander. Auch Frauen können in der Informatik erfolgreich sein.
Damit wünsche ich dir viel Glück in dieser sehr kuriosen Community-Challenge. Und wenn du nicht genau weißt, wie dein Video aussehen soll, vergiss nicht hier auf das Video zu klicken. Und da wird dir nochmal erklärt, wie denn so ein Video, so ein Präsentationsvideo aussehen soll, damit wir es auch später im Livestream gut analysieren und verstehen können. Weil manchmal ist das Video nicht so pralle geworden, der Ton ist zu leise oder wir verstehen einfach nichts, weil es so kompliziert ist oder einfach nicht gut erklärt wurde oder die Auflösung zu klein war. Da wird dir erklärt, was du einigermaßen hinkriegen solltest und dann steht deinem Erfolg auch schon nichts mehr im Weg, außer allen anderen Einsendungen, die mit konkurrieren. Ja. Ja, 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 ich komme, ich bin gekommen. Ja, das war schön. Los, mach es sauber. Oh, das ist schön. Nein, nicht nein. Das ist mein Poloch.